Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Black Mirror, wo wir uns heute endlich in die oberen Stockwerke des Hotels wagen, wo die wunderschöne Angelina bereits auf uns und auf die Abzüge ihrer Fotos wartet. Wir sollten diese wunderbare Frau also nicht länger warten lassen. Auf geht's, Darren. Ich hoffe, du bist soweit. Ich sollte am Bett meiner Mutter hocken oder meine Faust in Fullers fettem Gesicht versenken. Stattdessen stehe ich hier und habe Schmetterlinge im Bauch. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, mich hat's echt erwischt. Also los. Herein. Hallo, Angelina. Komme ich gerade unpassend? Nein, nein. Komm rein. Ich habe die Bilder dabei. Hier. Oh, schön. Ehrlich gesagt, sind die alles andere als schön. Falsche Beleuchtung, haarsträubende Komposition. Fuller hat wirklich keine Ahnung, was er da tut. Das habe ich mir schon gedacht. Sie wären sicher besser geworden, wenn du sie gemacht hättest. Wie würdest du mich fotografieren? Also, dein Gesicht müsste... Also... Mach's einfach. Hm? Sag nicht, du als angehender Starfotograf hast keine Kamera dabei. Doch, natürlich. Also los, ich brauche noch ein Geschenk für meine Eltern zum Hochzeitstag. Sehr schön. Das Licht ist perfekt. Lebst du schon lange hier? Ich lebe gar nicht hier. Ich studiere in Boston. Meine Mom hat hier seit einigen Monaten ein Haus. Was treibt dich hierher? Schau mal darüber. Ja, so. Bist du Schauspielerin oder sowas ähnliches? Du hast es erkannt. Ich bin eine bekannte englische Bühnenschauspielerin auf dem Weg nach Hollywood. Was, nein, wirklich? Jetzt mal im Ernst. Okay. Ich studiere Literatur und Geschichte in England. Ah ja. Ich beschäftige mich mit englischen Auswanderern in Amerika. Ihre Sehnsüchte, ihre Träume, ihre Realität. Wow, das ist interessant. Naja. Wenn du meinst. Mal schauen, ich wollte mich treiben lassen, Lebensläufe sammeln. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Arbeit aufbauen soll. Meine Mutter kommt auch aus England. Sie ist vor über 20 Jahren hergekommen. Tatsächlich? Meinst du, ich könnte mich mal mit ihr unterhalten? Das wird momentan nicht gehen. Das ist ein sehr schönes Armband. Ja, nicht wahr? Ich habe es von meiner Großmutter bekommen. Sie war immer für mich da. Leider ist sie letztes Jahr gestorben. Oh, das tut mir leid. Danke, aber das muss es nicht. Sie war am Ende sehr krank, weißt du? Für sie war es eine Erlösung. Kurz bevor sie starb, hat sie mir dieses Armband geschenkt. Sicher findest du es albern, aber ich habe so immer das Gefühl, dass sie in meiner Nähe ist und auf mich aufpasst. Vielleicht können wir noch ein paar besondere Bilder machen. Für deine Mappe. Außerdem wollte ich schon immer mal ein paar Modelfotos von mir haben. Oh, klar. Also, ich weiß nicht. Was hast du dir denn vorgestellt? Ich dachte vielleicht so. Ah. Jetzt. Oder so? Ja. Oder so? Das kann doch nicht mehr lange gut gehen, oder? Irgendwas wird passieren. Später. Das war's. Der Film ist voll. Schade. Ich bin gerade erst warm geworden. Mhm. Was hältst du von einem Essen? Eigentlich habe ich noch keinen Hunger, aber... Darren, du Idiot. Heute Abend im Diner. Ich lade dich ein, als Bezahlung für die Fotos. In Ordnung? Ja, klar. Es klingt gut. Also dann bis heute Abend. Du kannst die Fotos doch bis dann entwickeln. Ja, logisch. Ich freue mich auf dich. Heißt das, wir müssen uns jetzt eine eigene Dunkelkammer basteln?
das ist unser nächstes Rätsel, oder nehmen wir wieder Fullers? Güte, das war ja was. Oh. Ja, Miss Angelina Morgan hat ein Zimmer hier. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen oder möchten Sie hinaufgehen? Er schon wieder da. Wie lange hat sie das Zimmer gemietet? Verflucht, keine Bilder mehr auf dem Film. Verzeihen Sie, Sir, das müssten Sie Miss Morgan schon selber fragen. Ich kann nicht. Schon gut. Braune, zurückgekämmte Haare. Lange, gerade Nase. Eng beieinanderliegende Augen. Welches Zimmer hat sie denn? Ich werde Sie anmelden, Mr. Das wird nicht nötig sein. Ich komme später noch einmal wieder. Schmale Lippen, fahle Haut, scharf geschnittenes Gesicht, spitzes Kinn. Aber sagen Sie bitte nicht, dass ich hier war. Es soll eine Überraschung werden. Ich... Hallo, was ist denn, Sir? Er hat uns bemerkt. Und weg ist er. Was will der Typ? Wer ist der Typ? Finde ich fast die noch wichtigere Frage. Du kannst deine Kamera mit manchen Interaktionspunkten benutzen, um Schnappschüsse zu machen. Diese schalten im Bonusmenü Extras frei. Oh. Zum Beispiel, wenn mir das hier jetzt erklärt wird, hätte ich ja gedacht, dass wir hier jetzt das erste Ding haben, wo ich es benutzen kann, aber... Entschuldigung. Entschuldigen Sie? Ja, bitte. Dieser Typ, der Sie nach Miss Morgan ausgefragt hat, haben Sie den schon mal gesehen? Tut mir leid, nein. Er kam rein und stellte mir einige Fragen, dann ist er verschwunden. Seltsamer Kerl. Kennen Sie ihn? Nein, aber ich denke, er sollte nicht zu Miss Morgan gelassen werden. Natürlich nicht. Ich rufe oben an und erst, wenn die junge Dame zustimmt, lasse ich ihn hoch. Und er kann sich hier nicht vorbeischleichen? Naja, ausgeschlossen ist das nicht. Aber die Türen lassen sich von außen nur mit Schlüssel öffnen. Mhm. Wenigstens das. Seit wann wohnt Miss Morgan hier? Sie scheinen befreundet zu sein. Fragen Sie sie doch selber. Wir sind ein sehr diskretes Hotel. Ist das die Stelle, an der ich einen 20er auf Ihren Tresen legen soll? Wie bitte? Ach, nichts. Es geht einmal. Tschüss. Vielleicht können wir den Kerl also ja noch. Schön. Ich muss vor meinem Date noch die Fotos entwickeln. Aber in Fullers Dunkelkammer komme ich nicht mehr. Dann muss ich wohl mit Haushaltsmitteln zurechtkommen. Moms Badezimmer wäre als Ersatzdunkelkammer sicherlich zu gebrauchen. Das hätte ich geahnt, ne? Ich habe noch den Rest des Fotopapiers. Und Entwickler habe ich auch. Ich brauche Rotlicht, zwei flache Schalen, etwas Säure als Fixierer und irgendwas zum Belichten. Ein Projektor zum Beispiel. Ich schreibe alles auf, damit ich nichts vergesse. Was für ein Tag. Zwei Schalen haben wir schon. Den Trinknapf und die Schale. Etwas Säure haben wir auch. Destilliertes Wasser, Fotoentwickler haben wir, Fotopapier. Etwas zum Belichten fehlt uns im Zweifelsfall noch. Warum wird mir erklärt, dass ich Schnappschüsse mit meiner Kamera machen kann, wenn ich dann anschließend keine Schnappschüsse mit meiner Kamera machen kann? So, der Kerl ist hier lang. Vielleicht gucken wir da auch nochmal lang. Ich wüsste gerne, was das für eine Type ist. Und wir haben ihn verloren. Auf dem Film in der Kamera sind die Bilder von Angelina. Ich muss sie noch entwickeln. Ich bin mir sicher, dass sie gut geworden sind. Ja, natürlich bist du das.
Da hinten war wieder der Typ, der nicht in sein eigenes Haus reinkommt. Mir fällt nichts ein, über das ich mit Rosie reden könnte. Oder funktioniert diese Kamerageschichte erst, wenn wir diesen Film hier entwickelt haben? Na gut. Er hat zwar gesagt, er schreibt sich auf, aber irgendwie finde ich nichts, wo er sich aufgeschrieben hat. Ist okay. Wir fangen erstmal an. Wir fangen erstmal an und gucken, was wir da haben und was wir eventuell noch brauchen. Vielleicht können wir bei Gelegenheit dann auch nochmal bei Mrs. Biber vorbeischauen. Die hat eventuell noch was zu sagen zu dieser Erpressungsgeschichte mit Fuller. Das Badezimmer wird eine gute Dunkelkammer abgeben. Es hat keine Fenster, es ist gefliest. Perfekt. Jetzt brauche ich nur noch alle Zubehörteile. Ich brauche 2 Schalen, einen Fixiererersatz und ein Belichtungsgerät. Und damit ich was sehe, natürlich eine Rotlichtlampe. An der Lichterkette vom Diner habe ich welche gesehen. Das Badezimmer, ich brauche... Okay, ob der uns jedes Mal einen Tipp gibt, wenn ich versuche, die Dunkelkammer zu betreten? Also die provisorische Dunkelkammer. Er klaut jetzt also die Lichterkette vom Diner. Er ist so ein Arschloch, ne? Darren einfach so ein absolut unsympathisches Arschloch. Der macht das wirklich. Ja, damit kann ich für Rotlicht sorgen. Diese Lichterkette wird heute Abend dunkel bleiben. Aber warum tust du das? Ich meine, ja, ich weiß, warum du das tust, aber warum bist du so ein Arschloch? Junge! Ich will sie gerade nicht bei der Arbeit stören. Gut, dann gehen wir wieder nach Hause. Die erinnert mich ein bisschen an diese eine... Das ist ein Deputy aus... Kennt ihr... wie heißt es denn? Eureka? Der weibliche Deputy da? Das Badezimmer wird eine gute Dunkelkammer abgeben. Es hat keine Fenster. Ich brauche 2 Schalen. Einen... Mann, er wollte mir das doch aufschreiben. Ich kann halt auch nicht die Seiten durchblättern hier, ne? Das geht einfach nicht. Woher kriege ich denn jetzt so einen verkackten Dingsersatz? Mom ist Musikfan. Das haben wir gemeinsam. Und warum steht da ein Teleskop? Ein schönes Stück. Ziemlich klassisch. Und für Moms Geschmack sieht das auch ziemlich teuer aus. Man kann das Fernrohr auf dem Stativ drehen. Obendrauf ist ein Kompass befestigt, der die Blickrichtung anzeigt. Der Kanister mit Fotoentwickler. Es ist noch genug drin, um weitere Fotos zu entwickeln. Der Essig kann als Fixierer dienen.
Der Entwickler ist eine Lauge und Essig kann als Säure den Entwicklungsprozess stoppen. Gut, dann brauchen wir noch was zum Belichten, theoretisch, ne? Eine Flasche kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk. Das Badezimmer wird eine gute Dunkelkammer abgeben. Ich brauche 2 Schalen, einen Fixierersatz und ein Belichtungsgerät. Einen Projektor, hatte er gesagt, ne? Wo könnten wir denn einen Projektor hernehmen? Ich erinnere mich im Krankenhaus an eine Waage, aber ein Projektor? Ich will Sie gerade nicht von Ihrer Arbeit abhalten. Ich bin nicht sonderlich morbide. Gut, da ist auch nicht hin. Im Moment weiß ich nichts, was ich ihn fragen könnte. Das ist nicht gut, weil dann weiß ich auch nichts mehr, was ich... Monatliche Zahlungen aus England von einem C-Punkt anstatt Schmerzensgeld von einer Versicherung. Und eine Rückenverletzung, die eher von einem Sturz herrührt als von einem Autounfall. Was wird hier gespielt, Mom? Warum hast du mich angelogen? Bitte werde wieder gesund, Mom. Werde gesund und erzähl mir die Wahrheit über deinen und Dads Unfall. Ich will es wissen. Haben wir denn irgendwo... Vielleicht sind Krankenakten in dem Schrank oder Quittungen, Formulare, Überweisungen. Geheilt wird hier ja nur noch nebenher. Ich glaube nicht, dass mich etwas darin interessieren würde. Ich meine, diese zynischen Kommentare von Leuten oder vor allem auch von Autoren, die vom Gesundheitssystem und allem, was da so hintersteckt, absolut keine Ahnung haben und sich dann immer auf die falschen Leute einschießen. Was soll ich da? Das kotzt mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen an. Ich guck noch einmal ins Diner und wir müssen ja irgendwo müssen wir diesen verkackten Projektor herkriegen. In der Mülltonne vom Diner wird er ja nicht sein, oder? Bezaubernd. Das ist stinkender Müll und ich habe kein gesteigertes Interesse daran. Bei Fuller im Hinterhof vielleicht? Das wäre ehrlich gesagt der Anlaufpunkt, der mir jetzt am ehesten einfallen würde. Fuller eigentlich schon wieder da oder kann man noch in den Laden rein? Fuller ist zurück vom Fotoshooting. Ich werde da nicht reingehen. Es könnte Tote geben. Schade. Gut, dann müssen wir den Scheiß irgendwo anders herkriegen. Jetzt ist er bereit. Kommen Sie herein! Kommen Sie herein! Sehen Sie sich um! Kaufen Sie! Danke. Ah, ein junger Mann. Sind Sie Soldat?
Schwer vom Begriff? Haben Sie gedient? Sir, nein, Sir. Willst mich wohl verscheißern, wa? Such dir was aus und dann verschwinde wieder. Ich liebe es, wie sympathisch wirklich jeder einzelne Charakter in diesem Spiel ist. Das ist ja fantastisch. Und ich glaube, hier könnten wir, was einen alten Projektor angeht, durchaus fündig werden. Und zwar in der nächsten Folge von Black Mirror. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.